Ja, und damit mal wieder ein allerherzliches Willkommen zurück zu The Last of Us. Ich habe etwas ein bisschen an meiner Aufnahme geändert, oder Aufnahmestrategie. Jetzt habe ich auch endlich mal die Möglichkeit, mein Mikrofon mal stumm zu schalten. Im Falle dessen, dass ich mal wieder husten muss. Das erleichtert jetzt einiges. Es muss einen besseren Ausweg geben. Nichtsdestotrotz. Was? Ich sehe nur Müll. Sonst sehe ich noch nichts. Nichtsdestotrotz muss ich das Ganze jetzt erstmal probieren, deswegen werde ich jetzt erstmal eine kleine Testaufnahme machen. In der Hoffnung, dass alles funktioniert. Denn nicht, dass mir hinterher die Audio fehlt. Das wäre ein bisschen schlecht. Achso, ich wollte schon Entdecker sind wie bei Tomb Raider nehmen. Aber den gibt es ja hier nicht. Es gibt bloß den Lauschmodus. Aber der hilft mir noch nicht allzu viel. Munition ist gut, denn das brauchen wir wieder. Ich habe da in der letzten Folge etwas viel rumgeschossen. Und ich glaube, wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir wieder ein bisschen mehr schleichen. Kann man da vielleicht noch irgendein Fenster kaputt machen? Ja. Also zumindest bringt es uns nichts. Wo denn? Warte mal auf mich. Sie ist so schnell. Joel ist doch schon sicherlich so Mitte 40. Kann sie doch nicht so davonrennen. Bisschen Rücksicht auf die alten Herren. Ah ja, eine Sache, die noch sein kann. Ja, wir gehen ganz sicher nicht hier zurück. Ja, das denke ich auch. Eine Sache, die noch sein kann, dass ich ein bisschen ab und zu mal abgehackt bin. Sollte das der Fall sein, es tut mir leid. Ich werde mir auf jeden Fall die Aufnahme anhören. Wenn es nicht allzu oft vorkommt, dann werde ich es hochladen und beim nächsten Mal optimieren. Das ist bloß ein bisschen eine Gefummelei gewesen, das alles hier einzustellen. Ich denke, ich habe es einigermaßen gut jetzt hinbekommen, aber ja. Mal schauen. Ich bin optimistisch. Und ich hoffe, ihr auch. Ui, Rifle-Munition. Ich weiß gar nicht, Rifle? Ach ja, okay, da haben wir tatsächlich keine Munition mehr gehabt. Okay. Dann schauen wir mal, was hier drunter ist. Oh, geh oben. Okay, jetzt. Und jetzt muss sie es halten, oder was? Irgendwas aufzuheben. Hier drin ist echt ziemlich krasses Zeug. Ellie! Bisschen schneller. Okay, los! So. Ist so ein Garagentor wirklich so schwer? Also ich weiß es nicht, ich habe normalerweise eine Fernbedienung. Für meine Tiefgarage. Und da hat sich der Mute-Button direkt schon mal bezahlt gemacht. ich musste jetzt bloß schnell reagieren und die richtige Taste noch treffen. Aber gut. So. 5.8. Schuhe, 4-mal. Jacke, sonstige Kleidung, 6-mal. Reifen, 4-mal. Diverse Medizin, 2-mal. Kochgeschirr. 6.8. Schuhe, 2-mal. Diverse Kleidung, 3-mal. Rucksack, Konserven, 3-mal. Getrocknetes Essen, 4-mal. 7.8. Schuhe, 4-mal. Jacken 2-mal, diverse Kleidung 7-mal, getrocknetes Essen 2-mal, 8.8. nichts, alles, alle waren zu beschäftigt, dieses verrückte Huhn zu jagen. Dieses verrückte Huhn? Also, ich glaube, ich mache mich jetzt unbeliebt, aber ich wollte jetzt sagen, meint er damit eine Frau? ups. Nee, aber verrücktes Huhn, also echtes Huhn jetzt, oder? Ich weiß ja nicht, kann man ja auch als Beleidigung sagen. Erreichte Werkstufe. Werkzeugstufe 2. Oh, wir können weiter skillen. Und Ellie will reden. Das habe ich nicht übersehen. Oh. Also, ich dachte, wir haben Füße rumgekickt. So Knochen. Oh, was sind das?
Granate oder? Rauchbombe. Oxidierter Zucker erzeugt eine Rauchwand, die dich vor Gegner verbirgt. Er entzündet sich mit einer erschütternden Explosion, die jeden Gegner im Explosionsradius betäubt. Gegner können im Rauch nichts sehen und greifen ein Ziel, das sie nicht erkennen können, nicht an. Nutze das, wenn du unterlegen bist, oder stürme in eine Gruppe Feinde hinein, während sie betäubt sind. Okay. Und du? Verdammte Hunter. Es hätte uns treffen können. Hallo? Mann, es sind so viele, die es nicht geschafft haben. Ich wusste, ich hätte den Truck drehen sollen. Wir leben. Gerade so. Los, verschwinden wir hier. Aber ich glaube, das war jetzt nicht die Sequenz, die ich eigentlich erzeugen wollte. Weil, wie gesagt, sie wollte ja reden und normalerweise kommt so ein Bestätigungsgeräusch. Und ich glaube, das gerade eben, was sie jetzt gerade geredet haben, war auf was anderes bezogen. Ich stelle mal Sachen her, weil wir haben nicht so ein großes Inventar und ich denke einfach, dass wir können ja eh nicht allzu viel craften. Insofern denke ich, macht Sinn, wenn ich die Ressourcen direkt verwende und irgendwas weiter crafte. Normalerweise wäre ich so ein Sammlertyp, aber ich glaube, hier macht das eher weniger Sinn. Willst du jetzt nochmal reden, oder? Okay, sie wird nicht reden. Dann würde ich auch nicht mit ihr reden. Woher wusstest du's? Was denn? Das mit dem Überfall. Ich kenne beide Seiten. Oh. Und bringst du viele Unschuldige um? Das heißt wohl ja. Versteh es, wie du willst. Wir schlafen diese Typen wohl. Oder schliefen. Also die haben einen Fetisch für Schuhe. Denn hier liegen immer nur Schuhe rum. Oder sehr viele Schuhe. Hütchen. Okay, 15 fehlen uns noch. Dann können wir endlich mal auf die maximale Gesundheit gehen. Oh, was denn? Das hier. Medikit verbessert. Medikits sind jetzt zu 33% stärker, habe ich kurz gemeint gelesen zu haben. Medizinisches Handbuch. Band 1. Verbesserte Effektivität. Erste Hilfemaßnahmen auf dem Feld. Schienung. Schienen werden zur Stabilisierung verletzter Körperpatienten benutzt. Nummer 1. Stabile Gegenstände eignen sich gut als Stütze. Sind diese nicht verfügbar, reicht auch gerollter Stoff. 2. Schienen sollten über die Verletzung hinaus verlängert werden, um den verletzten Körperteil bewegungsunfähig zu machen. Wenn möglich, sollten Gelenke ober- und unterhalb der Verletzung ebenfalls eingeschient werden. Nummer 3. Die Schiene muss sicher ober- und unterhalb der Verletzung befestigt werden. Knoten direkt über der Verletzung sind zu vermeiden. Nummer 4. Durch Abtasten des Bereichs abseits der Verletzung kann eine angemessene Durchblutung der übrigen Extremitäten gesichert werden. Feldmedizin und Notfallversorgung. Okay, also ich glaube, wir haben jetzt effektivere Medipacks. Ich bilde mir ein, hatte ich das nicht irgendwie... Moment. Ah ne, das Heiltempo war das. Okay, ich dachte, das muss ich auch noch skillen. Ich habe mich schon gewundert. Das hätte ja keinen Sinn gemacht, das zu finden und noch skillen zu müssen. Links oder rechts? Wie ging dieser Spruch, wenn das Licht auf... Ach, keine Ahnung, war irgendeine Serie. Oh nein. Ah, oh, die Tür ist noch offen. Ich habe schon gedacht, wir sind jetzt für immer und ewig gezwungen, da durchzugehen. Ich glaube nicht, dass die infiziert sind. Mir egal. Weiter. Nein, nicht weiter, Joel. Gibt's noch Zeug? Das Effe-Zeug. Ui, was ist denn hier? Eine Karte. Eine Karte der Hunter-Hinterhaltpunkte. Ah, oh, ich liebe die Musik. Sie hat zwar erst angefangen, aber ich weiß es jetzt schon. Ah ja, okay. Das haben wir gerade schon angeschaut. Was haben wir denn? Sag es mir, Joel. Was haben wir denn? 68 Teile, damit können wir nicht allzu viel machen. Ah, jetzt die Frage. Was verbessern wir? Denn... Mein Gedanke ist halt einfach, und
der Waffe finden wir halt irgendwie immer mehr Munition als von der. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht, die zu verbessern. Shotgun. Bogen. Okay, Reichweite, das könnte sinnvoll sein. Was können wir da verbessern? Nachladetempo, Magazinkapazität. Ich mach die zwei Sachen. Die hier. Jetzt haben wir noch 33, eventuell was bei der Shotgun. Nachladetempo, Schussfolge. Nachladetempo. Okay, jetzt haben wir nichts mehr, was wir verbessern können. Also bei The Last of Us muss ich halt. Sieht gut aus. Da muss ich halt echt sagen, passt die Melodie halt wirklich wie das, die Faust aufs Auge zum Spiel. Ich denke, da stimmt ihr mir alle zu. Es wirkt halt wirklich so postapokalyptisch. Okay, da ist die Brücke. Da kommen wir raus. Hey, Ellie! Langsam! Wart auf mich! Was? Ich bin hier! Wie wär's, wenn ich vorgehe? Und dann nicht so laut. Okay. Ach ja. Die Ellie. Pillen. Da erfreut sich mein Herz. Mein Chunky-Herz erfreut sich da. Ich pfeife. Oh gut. Noch was, womit du mich wahnsinnig machst. Oh, das ist Wahnsinn. Sie kann es aber schon sehr gut. Aus dem Nichts heraus kommt es einfach. Das würde Ellie gefallen. Was denn? Terminisierungsschock. Achso, okay, ich habe jetzt an was komplett anderes gedacht. Ich habe schon gedacht, es wäre jetzt irgendeine Waffe oder sowas, weil ich da jetzt bloß gelesen habe. Aber das ist anscheinend ein Magazin. Savage Starlight. Terminierungsschock. Buch 1. Terminierungsschock. Waren das Jäger? Einen Moment, ich schaue es mir gleich an, wenn du mich kurz lesen lässt. Die haben irgendwie so die Aneignung, also die Charaktere haben die Aneignung, immer dann zu reden, wenn ich gerade irgendwas lesen will. Buch Nummer 1, Terminierungsschock. Dr. Daniela Starr träumt vom Weltall. Im Jahr 2186. Ich habe jetzt zuerst an die englische Aussprache gedacht und dann versucht, das irgendwie zu ersetzen. Deswegen war mein Gehirn gerade nicht in der Lage, das richtig zu verarbeiten. Also im Jahr 2186 hat die Menschheit das Sonnensystem erobert, aber die Fesseln der speziellen Relativitätstheorie hindern sie daran, weiter vorzudringen. In ihrer Forschungsanlage auf Ganymed steht Daniela kurz vor einem Durchbruch, der Menschheit endlich die Fragen beantworten wird: Sind wir allein? Oh ja, das ist was, was ich mich tatsächlich auch immer frage. Also, echt jetzt, meine ich. Das war jetzt kein Scherz. Sind wir alleine? So, ich sollte mir irgendwas anschauen von ihr. So viel Loot. Wir können aber nichts craften. Das Einzige, was uns ein bisschen fehlt, ist Munition, aber der Rest, da sind wir eigentlich stabil aufgestellt. Ey, voll stabil, Alter. Achso, warte mal. Wolltest du jetzt reden, oder? Wolltest du reden? Du wolltest nicht reden. Okay. Ah ja. War jetzt ein bisschen unsicher, ob sie folgt, weil nicht, dass ich doch mit ihr interagieren muss.
Wo? Was war das? Ich weiß nicht. Helly, Deckung. Wo hast du denn schießen gemacht? Helly, runter! Mann, leck mich. Da habe ich mich jetzt gerade ein bisschen erschrocken, tatsächlich. Hast du einem ganzen Schwarm nichts getroffen? Oh. Ich treffe dich gleich. Wow, du bist ja echt sauer. Wir können ja mal versuchen, den Bogen zu verwenden. Wenn du brauchst, helfe ich dir gerne damit. Lass mich in Ruhe. Wo sind sie denn? Die sollten hier sein. Die sind beim Highway unterwegs. Würde mich nicht wundern, wenn sie Eindringlingen begegnet sind. Das ist eine Goldmine. Glücksbild. Oh, dafür wirst du bezahlen. Oh, das hat er jetzt gemerkt. Das finde ich jetzt aber schade. Damit. Oh oh. Okay. Der Bogen ist nicht so schön wie bei Tomb Raider. Oh, ich glaube, der will. Brennerschlag! Was? Schon wieder? Hey, du Schisser! Nein, weg, weg, Ellie! Oh mein Gott! Mann! Oh oh. Ist der blöd? Flankieren! Boah, der tat weh. Ich dachte, er ist. Whoa. Stock gegen Stock. Oh, die. Krass. Die Schlaganimationen, die schauen einfach so realistisch aus. Ich mach mal unser Stöckchen ein bisschen besser. Ah, Mist, wir hätten das eigentlich aufheben sollen für. Eine Rohrzange oder so. Mist, Mist, Mist. Hier unten ist auch noch was. Etwa Pillen? Irgendwie so im Eck? Nee. Ach, ich nehme Backstein mit. Ich habe, glaube ich, eine. Ja, ein Glas dabei gehabt. In der Flasche war nicht. Ich finde die Backsteine irgendwie besser. Wahrscheinlich macht es eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Von der Effektivität. Aber. Da fühle ich mich irgendwie wohler, wenn ich das werf. Ui. Militärzone oder was? Zur Brücke ist es noch weit. Wir schaffen das. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Gebt uns Lebensmittel. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab's nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glaub mir, es passierte dauernd. Ah ja. Wir haben Troy Hill an das übelste Gesindel verloren, das je eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sie sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Achso, gibt keins Teil 2. Okay. Ach ja, übrigens, ich hab auch schon The Last of Us 2 gekauft, also das wird dann im Anschluss folgen. Wollte ich bloß mal so am Rande erwähnt haben. Genau, habe ich ja gerade schon gesagt, dass es im Anschluss kommt. So, da müssen wir jetzt durch. Aber ich würde sagen, bevor wir da jetzt durchgehen, ich vermute mal, wie es sehr auf The Last of Us bereits schon vorgekommen ist, dass sobald wir durch so einen Abschnitt durchgehen, wo dahinter sich irgendwie eine Tür schließt, oder halt hier in dem Fall
Na, wenn man hier durchgeht und man immer zurückkommt, habe ich das Gefühl, dass wir in irgendeine Scheiße reingeraten oder auf Gegner treffen. Deswegen mache ich eine kurze Aufnahmepause, denn ich muss gucken, ob die Aufnahme jetzt erfolgreich war. Und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal zu The Last of Us. Habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao.